Herr General, I know that you and your men have not had time even to catch your breath, but the situation here is critical. Budapest is besieged by the Bolsheviks. Your troops must force their way into the city. It is doubtful that our Hungarian allies will continue to fight if Budapest falls. If you can drive the Reds into the Danube, we may stop the Russian bear from consuming us. Wir haben unter 50 Prestige, aber wir können jetzt ein bisschen was machen. Erstens, die Dinger haben sich nicht bewährt. Die Sturmgeschütze, wir brauchen die im Prinzip gar nicht mehr, weil wir haben gute Panzer. Das heißt, weg damit. Und wir haben einen Kylian wieder bekommen, auch weg damit. So. Wir haben eine sehr mächtige Luftwaffe. Jetzt haben wir 870 Ressourcen. Was können wir damit Lustiges machen? Wir könnten theoretisch unsere Artillerie stärken. Oder zwei Tiger kaufen. Nehmen die zwei Tiger. Eine starke Panzertruppe ist das A und O für uns. Ja, wir haben jetzt auch den einen oder anderen Panzer 4H oder so. Und da ist auch noch den 4G. Was kostet der 4G? 288. Ja, wir können 4G auch noch verbessern. Wo ist er denn? 4G weg. Und ein 4H oder... Oh. Ist besser. 4J her. So, jetzt. Jetzt haben wir eine richtige starke Panzertruppe mit relativ vielen Panzern. So, Operation Konrad ruft. Wir sind, wenn ich die Karte richtig deute, ah ja, hier müsste Budapest sein, genau, südlich davon. Wir versuchen da, diesen eingeschlossen, die zu entsetzen und theoretisch Ölfelder in Ungarn zu retten, aber das ist auch so etwas, was bringt's denn, ne? Man kann Budapest entsetzen, klar, und damit auch Wien ein bisschen schützen und die eingeschlossenen Truppen vielleicht auch retten. Und es hat aber ja auch historisch den Vormarsch der Roten Armee in diesem Bereich etwas verlangsamt, aber zu der Zeit wurde gerade Berlin angegriffen und man macht hier im Süden eine Großoffensive. Und versucht es zumindest. Kann man drüber streiten, ob das so klug war. Aber das wäre ja retrospektivisch, das ist jetzt... Wollen wir nicht uns drüber Gedanken machen. Es ist, wie es ist, und hier im Spiel können wir aus den Vollen schöpfen und schicken erstmal vorne unsere geballte Panzerstreitmacht ins Gefecht. Ich möchte jetzt erstmal, dass überall vorne Panzer sind. Auch hier. Und auch da. So, es ist schon schön. Hier ein Aufklärer. Ich auch gerne dort einen Aufklärer, da kann da dort gucken. So, die Artillerie, die verteilen wir jetzt auch. Mal kurz gucken, relativ gleichmäßig. Wir müssen den Hauptstoß hier hin machen und dann Teil. Einmal so rum und einen Zweitstoß darüber. Okay, dann kommt hier mehr Artillerie hin. Viel mehr Artillerie hin. Aber die kriegen dann natürlich auch noch ein bisschen mit. Wie verteilen wir die Infanterie? Ich denke auch eher gleichmäßig, unterstützend. Wir wissen noch nicht genau, wo wir sie brauchen werden. Also verteilen wir sie erstmal. Gut. Und als erstes wieder unsere Flugzeuge. Jäger. Und ein Blick aufs Wetter nochmal. Schnee. Das macht nichts. Wir können zumindest schon mal mit den Jägern gucken. Wir haben auch so viele Flugzeuge, dass wir das tatsächlich auch einfach eiskalt tun können, die überall verteilen können. Aha. So. Schicken wir das nächste darüber. Oho. Ist hier auch was? Ja. Alex Blechle. Was auf dieser Bergstraße wäre? Ich bitte auch. Es ist die letzte Mission in der Kampagne. Und es scheint, als ob das hier auch
Wenn mal so richtig alles aufgefahren wird vom Spiel. Ich sehe sehr, sehr viele Feindtruppen. Oh, einen Jäger haben wir noch und die Bomber würde ich jetzt noch gar nicht mal erstmal aufs Feld führen. Da ist nichts, aber lassen wir mal. Hier tun wir gar nichts. Das ist klar. Da hoffen wir einfach nur, dass die durchhalten. Diesen Punkt brauchen wir gar nicht, das versuchen jetzt zu nehmen. Geld haben wir keins. Ups. Jo. Nun denn. Sind ungarische Truppen? Ja. Da habe ich natürlich nicht geguckt. Ah. Tja. Geht man hier in den Wald. Wow. Oh. Wie entfalten wir uns da? Hm, hier ist da... Müsste das der Balaton sein? Ich denke schon. Oder ist es das hier? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Eins von beiden. Eieieiei. Ich würde gerne erstmal wissen, was hier Phase ist. Okay, da ist nichts. So. Da ist also sauber. Dann, wissen wir es schon. Hm? Reichen wir erstmal zurück. Okay, das ist schon mal sehr löblich. Wir treffen da nicht in den Wald, aber treffen wir hier in den Berg? Auch nicht, der schützt auch. Ja, logisch, da wollen wir gar nicht da in den Wald rüber. Aber wir müssen da mindestens... Ja, so müssen wir das handhaben. Da muss ein bisschen was da sein. Jetzt nur kurz gucken. Ist hier jemand? Nein. Dann können wir hier hingehen. Wir könnten dahin schon schießen. Das macht doch keinen Sinn. Erstmal müssen wir gucken, ob hier noch was ist. Das gucken wir am besten, indem wir jetzt die Infanteristen vorschicken, aber nicht. Mit einem gucken wir trotzdem hier durch. Ist mir sonst zu heikel. Die sollen langsam vorgehen. Dann gehen wir auf die. Ah! Steht da im Weg. Da unten ist sehr gutes Panzergelände. Komm. Und weg damit. Mhm. Jetzt hat unsere Artillerie aber noch nicht geschossen. Kann jetzt da uns helfen. Und jetzt so. Wie viele Runden haben wir? Ups. 16 maximal. Okay, okay. Der Punkt ist ja. Jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Ah. Da können wir nicht hin. Der Punkt ist ja, dass das die letzte Mission der Kampagne ist. Also, wir haben in Anführungsstrichen nichts mehr zu verlieren. Um die da beide hinkommt, dann versuchen wir hier, südlich, versuchen wir uns hier durchzukämpfen, dass hier schon mal ein Trupp vor kann. Oh ja, das könnte klappen. Das sollte doch mal... Wer macht der mal? Sehr gut. Das ist immer wunderschön. Dann plötzlich tauchen die auf. Was für Sichtweite haben die denn, ey? Sollten wir eigentlich sehen, aber scheint so, als ob Schnee da was ausmachen wird, ne? Komm. Ja, hier ist eine Lücke. Näher dran. Kommen wir da hin und... Ne, halt. Ja, das können wir so machen.
sehr fokussiert erstmal in eine Richtung. Ah, da kommen wir nicht hin. Klar. Okay. Oh, gut. Das sind zwei Geschütze. Und hier ist viel, sehr viel Feind unterwegs. Ah, die können alle da nicht hin. Hier auf den. Sehr gut. Zeigt mal hier. Da ist nix. Zeigt mal hier. Da ist noch wer. Okay. Schieß. Königstiger, bitte. Mach mal das blöde Geschütz da. Oh. Hat er überlebt. Unverschämtheit. Tja. Alle ganz gut verschanzt. Da kommen wir auch nicht ganz gut hin. Geschütze stehen gut. Wir kommen dann hier. Hier besetzen und absichern. Uns gelingt jetzt hier noch kein Durchbruch. Geld haben wir auch keins. Nein, nein, die Bombe wollen wir jetzt gerade nicht aufstellen. Die bewegen sich auf gar keinen Fall. Die auch nicht. Die ganze Artillerie, die könnten wir vielleicht vorziehen. Sollten wir sogar. Da nutzen wir die Deckung von unseren Pionieren. Die bleiben dort stehen, die können dort eingreifen. Wir lassen das so. Ja, okay, das war klar. Wow. Das tut weh. Wie gesagt, jetzt, solange wir gewinnen, sind mir jetzt die Verluste an sich egal. Ui. Ja, die geben uns hier. Tja. Unsere Flanke ist offen. Marschiert er irgendwo auf im Hintergrund und wir sehen es nicht. Frage sind auch zweite oder dritte Verteidigungslinien. Die Karte an sich scheint klein zu sein. Schnee. Danke. Und das feindliche Flugzeug hier hat einen Helden. Aber wir haben doch auch eins mit einem Helden. Anführer, der gerne im Schnee kämpft. Muss nur den richtigen finden. Ich habe ihn gefunden. So, das war der glorreiche Einsatz der deutschen Luftwaffe bei schlechtem Wetter. Denn wir haben ja immer noch Schnee. Gut. Guckt mal hier. Ja, damit das wir hier im Blick behalten. Hilft ja nichts. Wir müssen hier erstmal, bevor wir da mit irgendwelchen Panzern Allüren zeigen, vorgehen, müssen wir erst das hier bereinigen. 86, ja, das ist nichts. Das ist nichts. Okay. Rein da. Wunderschön. Feind stellen. Nun denn, wieder hier als erstes. Also, wir fahren da nur ab aus Sicherheitsgründen. Aber da ist nichts und da kommt man wirklich nicht rüber. Okay. Dann gucken wir das. Wir können das eigentlich infanteristisch regeln. Unser Ziel ist da. Aber erstmal kritischer sehe ich das hier. Ah. Er kommt dahin.
ist wichtig, das rauszunehmen. Auf den Vorschwächen. Ja, ich weiß. Ja, gut. Der muss weg. Der T-34. Nein! Weg! Nicht zurückweichen. Mann, Mann, Mann. Was kann eigentlich unsere Infanterie regeln? Zwei haben beide geschossen. Die brauchen wir gleich in dem Abschnitt. Immerhin. Ah, die sind gut verschanzt. Wir müssen da ins Gefecht. Komm, da fokussieren. Mhm. Gut. Und unser erstes Einsatzziel hier mal langsam auch fokussieren. Er bleibt schon mal hier hinten, Brückenpionier. Der geht auf Abstand. Nee, das bringt nichts. Warten wir noch eine Runde. So, das ist unsere Deckung. DSW, fährt man hier spazieren. Oh, ist aber praktisch. Das wird dich hier entdecken. Komm. Wir gehen auf Distanz. Ah. Am falschen Platz gegangen. Beide Vorschwächen. Die ignorieren uns die Verschanzung, die Pioniere. Das ist ganz gut. Auch hier. Bisschen blöd, aber so. Ah. Na komm. Ah, nee, das war nicht ideal, aber ist okay. Das hätten wir besser lösen können. Nee, das bringt uns nichts. Das hier bringt uns was. Sehr gut. Und tschüss mit der Artillerieunterstützung. Nein, doch nicht. Eieiei. Hm. Kann eh nicht eingreifen. Hier kommen da mit. Die im Schritttempo sozusagen. Vorwärts. Die müssen jetzt näher ran. Hierdurch können sie sich nicht wirklich durchbewegen. Also kann das vor das Ding. Und das Geschütz auch dahin. Hier wurde schon geschossen. Jetzt, wo helfen wir denn mit? Wir kriegen das geregelt eigentlich die nächste Runde. Wir schwenken von dort und dann geht's darüber. Ja, wir, das ist, das, da haben wir eine große Linie. Wir müssen da nach Süden schwenken. Komm weg. Und da gehen wir jetzt in den Nahkampf sozusagen. Die sind gedeckt genug da. Da ist zwar eine Lücke. Ach, das habe ich wieder geklickt. Aber das sollte eigentlich... Nein! Das sollte eigentlich passen an diesem Frontabschnitt. Da bin ich zuversichtlich, dass da jetzt nichts passiert. Wir haben auch alle geschossen. Wir sind eigentlich soweit wieder durch. Ja. Und da oben, da machen wir mal. Ja, war klar. Machst du nix, ne? Oh, hi. Okay, ja, da machst du nix. Hm? Na, er hat eine Lücke entdeckt. Er hat sie doch genutzt. Ach, weil wir... Oh, ich bin so blöd. Ich habe den Jäger übersehen. Er wusste dann, dass dann der LKW dort ist.
Ich habe zu sehr auf die Artillerie geachtet. Ja, die hat er nicht gesehen. Er hat uns, glaube ich, jetzt hier den Hintern gerettet. Und hier... Gott sei Dank ist das kein Siegfeld. Das ist da rechts oben. Bei Budapest. Ja, das ist so blöd. Echt. Fahren können. Da werden wir überrannt werden. Ist so. Und jetzt? Passiert was? Immer noch Schnee. Ja, toll. Wir könnten. Wir haben ein paar Euro übrig. Ein bisschen Prestige. Da ist wieder das böse Flugzeug. Jetzt müssen wir das böse Flugzeug mit unseren bösen Flugzeugen einkesseln. Damit das böse Flugzeug auf keine bösen Gedanken kommt. Da ist noch eins. Eieieiei. Okay, gucken wir mal. Das ist also noch ein Flugzeug. Mit unserem Glück. Okay, der hat keinen Anführer dabei, damit der im Schnee kämpfen kann. Das ist schon mal gut. Wir könnten das jetzt zumachen mit Bombern. Nee, wir halten die zurück, bis gutes Wetter kommt. Wir warten gerade wirklich sprichwörtlich auf besseres Wetter. Komm. So, diese nächste Runde weg. Sind also damit für uns jetzt erstmal irrelevant. Unser einsamer Königstiger-Trupp hier. 66 Prestige. Der darf davor. Aber auch hier klafft wieder so eine böse Lücke. Wo kommen die da überall hin? Ich möchte alle erstmal gleichmäßig schwächen. Okay. Panzer kann ruhig da ins Gefecht gehen. Oh, wie machen wir das jetzt? Geh mal auch daran. Weg. Und weg. Bitte weg. Schade. Ja, doch. Hat doch ganz gut geklappt. So, die haben beide geschossen. Die hier sind sehr angeschlagen, aber keine Rücksicht mehr. Niemand wird geschont. Wie geht es jetzt? Oh, kommen wir an den... Ah, lassen wir. Jetzt ziehen wir da rum. Wir wollen hier ja auch bald den Durchbruch haben. Beide haben eine Munition. Okay. Das ist ein böser Panzer. Da hat doch die Artillerie getroffen. Oh Mann. Erstes Einsatzziel haben wir und das gab genügend Geld, um etwas zu kaufen, was uns sofort hilft. Vor allem an nördlichen Frontabschnitt. Warte mal, wo? Hier dürfen wir aufstellen. Nur hier. Wenn ich das richtig sehe, ja. Ja gut, das ist okay. Das hilft uns hier schon mal weiter. Oder auch nicht. Nein, dahin klicken. Oh. Dann blockieren wir damit wenigstens die Bewegung. Schlecht. Auch das ist... Okay. Nein. Warum kriegen wir da mehr? Auf Distanz ist also unserer überlegen, aber in der Nähe kriegen wir auf die Nase, oder wie? Ist das richtig? Ja.
Okay. Alles klar. Kann der... Naja, der kriegt nur auf die Mütze. Der kriegt auch nur auf... Die kriegen alle nur auf die Mütze. Jetzt mal die Artillerie hier drauf hämmern lassen. Na komm, wir versuchen's. So, nimm den bitte raus. Ja. Einbruch. Geregelt. So, jetzt haben wir hier trotzdem eine richtig große Lücke. Die sollten wir angehen. Der wird sich jetzt zurückziehen? Nein. Also, der Feind bringt seine schweren Jungs her. Ein Problem. Bedeutet, wir müssen hier doch umdisponieren. Ding auch auf die Mütze. Der Tiger kann sich behaupten. So, dann zieht die Infanterie doch ran, damit die Panzer frisch bleiben. Der hat sich schon bewegt. So, weg. Jetzt kommt nur der relativ schwache Panzer 4H ran. Und der Tiger macht hier erstmal die Lücke zu. Panzer 4H nimmt das Gefecht an. Die Artillerie haut ab. Mhm. Da ist das Einsatzziel. Wollen wir jetzt da durchbrechen? Aber dann halt auf so einer, ich sag mal, halbwegs gesicherten Frontlinie. Muss da auch weg. Der hat bestimmt 2 Reichweite. Ja, das sieht uns sehr wahrscheinlich. Hier sollten wir sicher sein. Gut. Wir haben noch 2 Schuss. Sind noch in Reichweite? Die hier nicht. Jetzt näher an die Front. Jetzt auch näher dran bringen. Alles soweit in Ordnung. Hm. Die haben wir jetzt einfach hier stehen lassen, weil es so wurscht ist. Mhm. Jawohl. Überraschung. Hier werden wir bald überrannt werden. Ja. Hm. Aber dann können die schon nicht woanders kämpfen. Sonic! Oh, jawohl. Wir sind Freunde der Sonne, richtig? Zurückweichen. Wir haben kaum Geld, aber wir haben jetzt hier einen Flugplatz. Jetzt bist du fällig. Komm. Hier war doch noch ein sowjetisches Flugzeug da. Ah, müssen wir nehmen. Wir müssen den einfach rausnehmen. Brauchen die Luftüberlegenheit. Und jetzt. Jetzt kommt die Stunde. Jetzt kann unsere Luftwaffe tun und lassen, was sie will. Erstmal hilf hier. Sehr gut.
Das kriegen die, denke ich, auch so hin. Los, 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 los. Feuer frei. Also, geh auf den Feindpanzer hier. Och, ist das schön. Wenn es immer so wäre. Nein, nicht da oben. Wir hätten sie gern hier unten. Sehen wir hier einen Feind, der unserer Aufmerksamkeit bedarf? Nee, aktuell nicht. Nun denn. Das ist schön. Och. Da muss der das richten. Immer noch nicht. So. Erledigt. Weg hier. Und hier ist jetzt halt... ganz blöde Situation. Eigentlich ist der hier alleine verloren. Wenn die da kommen, dann können die dort rum. Aber dann ist hier offen. Da wollen wir uns da vereinigen. Da können wir eh nicht genügend helfen. Könnten ihr versuchen, ja, hier ein bisschen Stimmung reinzubringen. So, die sind... Die können nirgendwo hinziehen. Doch da. Nur abklären. Also nur eine kommt dahin, dann schießt die das ab, schießt das ab, für das. Wundervoll. So, und jetzt macht's um. Und ab hier in den Kampf. So, das kann der, da nehmen wir ein 4H oder J, was es ist. 4H, das wäre jetzt ein bisschen Verschwendung, dass wir da einen richtig guten nehmen. Überrennen kann auch ein Angeschlagener. Jetzt ist uns hier endlich der erwünschte... Oh, nee, Sumpf, 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 nicht Durchbruch gelungen. Alles Sumpf. Dann kommen wir hin. Nee, hier. Hier ist die Lücke. Ah, nee, dann... Da. Nee, doch, wir müssen hier rum auch gehen. Und die bleiben da. Neue Ziele für unsere Luftwaffe. So, wie entfalten wir uns jetzt? Was hier im Süden ist so eine Sache. Eigentlich ist da gar nichts, ja. Das hatte ich mir gedacht. Oder gedenkt, wenn man so will. Dann komm. Die drei kriegen das da unten schon gesichert. Das reicht, um die Flanke als sicher zu betrachten. Und hier kommt feindliche Verstärkung. Alles klar. Wenn wir da schon handeln, wenn wir von dorthin kommen. Ja, zumindest der. Ein Opportunitätsangriff. Wir versuchen so viel wie möglich jetzt mit der Infanterie auch zu bereinigen. Ups. Denn Infanterie ist in Anführungsstrichen billiger. Na komm. So, mal hier runter. Schön. Und dann einfach immer nach Osten. Gut. Jetzt dürfen die mal zurückschießen. Und jetzt nicht mehr. Ja, wir kommen vorwärts. Ich bin nicht unzufrieden. Oh, hier steht jemand. Dann sag halt... Nee, halt. Hier. Wir sind mitten auf dem Marsch. Das sind lukrative Ziele für die Luftwaffe. Die sind alle hier. Ah, 5... Das wird schon schief gehen. Ist jetzt auch wirklich egal. Achso, der hat. Dann darf er einfach nur hier Bereitschaft. Und auch. Dann kommt er damit. Gucken wir mal. Der kann schießen.
Müssen aufpassen, T-34-85, die können wehtun. Ich glaube, der hat schon. Ja. Kommt aber trotzdem mit. Du hier. So, einer haben wir noch. Da ist noch das nächste Flugfeld. Der darf auch noch. Bei unserer Luftwaffe. So, hier im Süden haben wir alles bewegt. Die sind ein bisschen an die Front. Der bleibt hier. So. Weiter, weiter. Wir haben noch Schuss. Für nächste Runde von dort noch wirken. Ja. Mal nachladen. Haben schon gezogen. In diesem Kontext jetzt blöd. Auch schon gezogen in diesem Kontext. Jetzt auch blöd. Ja, hat noch einen Schuss vor. Mit 74 haben wir noch. Ja, hier das. Das endet. Lassen wir einfach laufen. Hier oben. Hm? Weg. Ja, da werden leider einige Kräfte vom Feind frei. So. Nein, noch ein Flugzeug, noch ein Flugzeug, noch ein böses Flugzeug. Oh, der kriegt jetzt ganz schön auf die Mütze und ist wahrscheinlich raus. Ja. Auch noch ein Elite-Tiger. Ja, gut. Das ändert nichts daran, dass ich den hier raus haben will. Weg mit dir. Okay. Wir haben damit wieder die Luftherrschaft. Wow. Da steht einiges. Das ist... Okay, hier sind wir. In dem Bereich. Wir haben so viel. Das sind halt Sowjets. Suchen wir mal alles unter Beschuss zu nehmen, was wir kriegen können. Zumindest mit Jägern. Das hilft auch schon ein bisschen. Wenn die sich nicht verschanzen können. Okay. Jetzt hier. Wie schaut's hier aus? Hm? Krieg mal Angriffe. Du hier. Du hier. Und das ist ja der südliche Anker jetzt. Das heißt, wir können... Oh, hier steht auch noch jemand, aber ist okay. Den holen wir uns auch noch. Wenn wir das hier haben, wir können jetzt hier dann nächste Runde mit der Luftwaffe anfangen, nach Norden zu schwenken, beziehungsweise jetzt schon. Falls sie noch Einsätze durchführen kann. Psst. Geld haben wir. Naja. Naja. Vorwärts. Einsam da oben unterwegs. Kommt eh nicht rechtzeitig nach. Ich würde gerne hier das alles besetzen. Das gab Panzergeld. Wir brauchen einen Panzer. Wir haben einen Tiger verloren. Den kann man natürlich nicht ersetzen, so wirklich, aber wir gedenken dem Tiger mit einem Panzer 4J. Kann schon gleich an die Nordfront langsam marschieren. Ich hoffe, dass wir im Süden hier so weit durch sind. Oh. Wenn ich so da gucke, dann wird sich das zerschlagen. Ich will jetzt erstmal den Panzer dort raus haben. Und was weg ist, ist weg. Das ist jetzt ja gemein.
Komm. Sehr schön. Also der Kräfteansatz hier, das sollte das kriegen können und auch halten können. Da können wir uns jetzt völlig um andere Ziele kümmern. Da schicken wir jetzt nichts mehr nach Süden. Da kommen die auch noch nach. Ja, nee, wir schicken da nichts hin. So, erstmal weg. Das ist ein Fall für die Infanterie hier. Aber wir sind nicht blöd. Wir gucken auch hier ein bisschen da nach Osten. Dass es nicht leer ist. So, hier ist unser... drin zwei Einsatzziele. Wie weit kommen wir hier? Sehr weit. Sehr, sehr weit. Ja, zieht sich zurück. Panzer 4H in die Breite. Ja, der brauchen wir oben jetzt. Wir brauchen alle Feuerkraft hier oben. Und dann zu fahren. Hoch mit euch. Ah, doch, hat noch Munition. Hat auch Munition. Aber uns jetzt zu wenig Munition. Hat keine Munition. So, jetzt ist es alles sortiert. Okay. Hat keine Munition. Weg damit. Nee. Oh. Komm. Ja. Perfekt. Der ist dann auch in der nächsten Runde da. Passt. Hm. Ja, das war klar. Da geht es vielleicht auch drauf, ja. Mhm. Sonic. Immer noch Sonic. Das Wetter ist uns hold. Bombe auf. Dann schön alles vorschwächen. Vor allem die Feindpanzer. Oh, das hier. Schön. Und hier auch der Zehner muss auch geschwächt werden. Der Achter hier auch. Die Luftwaffe macht ihren Job wirklich gut. Was wir hier unten an Luftwaffe haben, sollte eigentlich auch reichen für den Job. So, und ihr hier hin. Können eingreifen. Nehmt den mal raus. Ihr könnt mir vielleicht auch überrennen. Aber nicht, dass da noch eine Artillerie steht. Die kommen... Wir warten mal ab. Ein Flugzeug haben wir noch. Vielleicht zeigt sich ja noch wer. Ich möchte vorbeischauen. Okay. Lieber mal hier unten ganz paranoid sein und die Karte durchgucken. Also. Weg. Der. Jawoll. Ah, da ist noch einer. Besser. Nimm mal den hier unter Beschuss, damit er auf keine dummen Gedanken kommt. Das war's. Nicht. So, so wollen wir das. Die lassen wir. Wir wollen das auch so, ja. Hm? Lücke schließen. Perfekt.
Info, das lassen wir uns nicht nehmen. Hier drauf. Weg. Weg. Das kann dann ganz schnell gehen plötzlich. Feuer. Ah, lieber erstmal so. Er kann hier eingreifen. Das nehmen wir natürlich mit. Und dann, wegen dem Sumpf kommt er nicht so leicht hin. Komm. Nein. Doch. Komm. Und jetzt. Nein, nee. Hier rüber. Und da brauchen wir nicht mehr Truppen. Die müssen jetzt in den Norden. Alles muss in den Norden. Bekommt zwei so rum. Die so rum. Wir kommen einfach schlicht nicht hinterher. Ja, läuft bis jetzt zigfach besser als historisch. Historisch war das eine einzige Katastrophe für die Wehrmacht. Hier haben wir noch den Gedenkpanzer. Bleib mal hier dran, damit er sich nicht so gut wieder auffrischen kann. Das ist okay so. Das gute Wetter hat uns sehr, sehr geholfen. Und es bleibt gerade schön. Ups. Aber wir haben auch noch zwei Ziele einzunehmen. Also, wir dürfen uns jetzt auch nicht zu früh freuen. Da sind sie. Ja, och, das ist toll. Diese Artillerie ist einfach toll. Mit ihrer Reichweite. Sollte noch Munition haben, oder? Jawohl. Dann fangen wir mal hier schon an. Nee, das ist Verschwendung. Auf einen Einser das jetzt draufzuschmeißen. Stucker. Wo Stucker? Da Stucker. Hier im Südabschnitt gibt es noch ein bisschen was zu räubern. Das kann man hier erledigen, ja. Müssen wir den hier noch finden? Steht hier. Ah, da ist er. Wir hier rüber. Gut. Der kann auch noch einfach schießen. Wir haben noch ein paar Flugzeuge über. Gut, dann machen wir erstmal hier den Südabschnitt klar. Ah, Sprit. Der Sprit. Folgen. Erstmal soll der ran. Der hat kaum Sprit noch. Die sollen noch mal ehrenvoll kämpfen und das hier erledigen. Und dann die hier. Was mache ich denn? Blöd gefahren so. Nach Osten mit euch. Immer nach Osten. Jo. Ah, das kann die Infanterie machen. Ja, die ziehen einfach mal locker nach. Die hier haben Urlaub. Und den kriegen wir jetzt dann nicht da rausgenommen, da unten. Hier oben brauchen wir bestimmt noch Luftunterstützung. Wir können jetzt hier gut vorschwächen, jawohl. Geht mal auf die drauf. Wir wollen das jetzt gewinnen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt Prestige sammeln oder sonst was. Wir wollen das eiskalt gewinnen. Also nehmen wir hier alles unter Beschuss, was noch uns für unser Einsatzziel im Wege steht. Wir müssen jetzt auf nichts Rücksicht nehmen. Ja.
Feuer. Ah. Das ist auch noch so der praktische Effekt von der Luftwaffe. Das ist halt die fliegende Aufklärerei. Was ja auch durchaus nicht unrealistisch ist. Wirklich, balancing-technisch, das ist, wenn das mal ins Rollen kommt, schon heftig. Ah, uns geht der Sprit aus. Jetzt geht uns dann bald der Sprit aus. Aber bald ist noch nichts jetzt. Das Geschenk nehmen wir. Jetzt können wir die gegnerische Artillerie schon befeuern. Komm mit euch. Schön hierher. Du schön. Nee, nee, nee. Als Überraschung hier rum. Boah. Oh, sehen die uns? Ja. Hierin also. Die können wir ärgern auf der anderen Flussseite. Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht mehr alle Artillerie oben. Hm. Hier rüber. Ist auch jetzt völlig unnötig, ist, was wir da machen. Ja, komm. Die Infanterie schicken wir noch vor, aber der Rest. 182 können irgend noch was Lustiges kaufen. Weil wir es können. Einfach weil wir es können. Hier ist alles unter Beschuss. Ja, hier noch nicht. Einfach mal einen Jäger gekauft, weil wir es können. Umgekehrt, das ist ja jetzt ein Teufelskreis ist das Negative. Eine Engelsspirale, so. Wir haben eine Engelsspirale mit unserer Luftwaffe und allgemein mit den Truppen. Aber wenn wir mal, wir haben ja bei Novgorod den ein oder anderen Versuch noch gebraucht. Drücken wir es doch so aus. Das hätte ja noch viel böser ausgehen können. Wenn man das gerade so geschafft hätte und hätte richtig auf die Nase bekommen, dann kann es sein, dass man sich kaum noch erholt davon. So, halt hier unten, die Gefechte sind jetzt eigentlich komplett irrelevant. Aber das ist halt diese Gewohnheit. Hier. Das ist relevant. Feuert. Und dann gibt sie frei. Hat's der schon? Nee, noch nicht. Ups. So, Feuer. Was auf die Geschütze. Sind. Nee, das machen wir so. Alle Flugzeuge bewegt. Nein, außer die unten, aber die kommen da eh nicht mehr ran. Die kommen eh nicht mehr ran. Also. Kann der eingreifen? Jawohl. Der schießt da jetzt nicht. Jetzt. Jetzt einfach. Nein, kein Sprit. Er hat noch 4 Sprit. Komm. Hat so gereicht. Weiter. Weiter mit euch. Der hat noch Sprit. Mhm. Oh. Keine Munition mehr. Nein. Okay. Unser ganzer Vormarsch hier wird wahrscheinlich hier erzwungenermaßen eine Runde aussetzen müssen. Noch. Feuer. Hm. Feuer. Und dann ab nach Norden. Feuer. Und ab nach Norden. Und übersetzen. Nee, das ist blöd. Hier. Ah, das können die holen. Aber viel, viel besser. Und der hier stellt mal den zum Kampf, damit er auf keinen dummen Gedanken kommt. Der hier lädt nach und da freut sich doch unser Flugzeug.
Hm? Alle Flugzeuge wurden bewegt und zieht unsere Armee auch. Wir kriegen jetzt vielleicht hier noch einen oder anderen Verlust. Ist jetzt aber auch wurscht. Gut. Es war immer noch Sonic, oder? Sonic, 22. Januar, Sonic. Bei Wettertaft hält. Oh, kommt's. Tier. Geh weg. Jetzt hier ein Fall für die Stuka. Die hat keine Munition mehr, die hat noch eine Munition. Und das sollte dann eigentlich auch reichen. Okay. Dann holen wir uns jetzt den Sieg. Wir holen uns jetzt den Sieg. Ist egal. Nein, wir lassen's. Wir haben's geschafft. The Russians are dazed and reeling from the blows you and your brave men have delivered. Not only did you succeed in relieving Budapest, you drove the Reds back across the Danube. Herr General, diplomatic representatives of Germany and the Soviet Union are meeting even as we speak. Your string of victories here and in the West are unparalleled. You are to return home to the grateful nation. Also, sie implizieren, dass es Friedensverhandlungen gibt. Welche? Es kann trotzdem nur die bedingungslose Kapitulation geben, denn angenommen, das stimmt jetzt, Nordwind haben wir erfolgreich abgeschlossen, also Elsass-Lothringen erobert und die südliche Flanke der Westalliierten geschwächt. So, wir haben, und jetzt haben wir die südöstliche Flanke bei Wien und Budapest auch geschlossen. Die Sowjets dort ein bisschen zurückgedrängt, aber die marschieren trotzdem weiter auf Berlin. Und das Ruhrgebiet ist trotzdem gefährdet von den Alliierten in den Niederlanden und Belgien, die jetzt auch den Hafen Antwerpen haben, weil inzwischen das Scheldt geräumt sein sollte. Also, das gibt es zu verhandeln. Man kann eigentlich mit diesen Erfolgen, wenn das historisch so möglich gewesen wäre, oder es passiert wäre, eigentlich nur das Unvermeidliche hinauszögern. Deswegen, dass das sich so freut. Hey, sind wir das? Ich glaube, das sind wir. Ja, hier nochmal unsere Gesamtabrechnung. Wir haben viel Infanterie verloren. Noch einige Panzer. Aber das war's. Wir haben es geschafft. Wir sind fertig mit der deutschen Kampagne in der realistischeren Variante, also nicht mit der Invasion der USA. Vielen Dank für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und ich muss jetzt erstmal darüber reflektieren, was wir da erlebt haben. Ich wurde sehr gut unterhalten von dem Spiel. Und es hat Spaß gemacht. Bis denne.